Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Eule. Sie hat einen Rundumblick, den ich auch versuche in meinem Leben zu haben. 2012 ist die MS ausgebrochen bei mir durch erste Missempfindungen im rechten Fuß, dass ich immer das Gefühl hatte, ich laufe über Kieselsteine, dann Schmerzen im Unterschenkelbereich und jetzt Richtung Ellenbogengelenk. Aua, danke. Ich hatte mit sämtlichen anderen Erkrankungen gerechnet, aber mit der Diagnose PPMS, primär progeriante MS, überhaupt nicht. Das könnte ich als normal einschätzen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es ohne Medikament wäre. In welchem Stadium wäre ich jetzt schon? Entscheidend ist für mich die Hoffnung, das Knistern des Papiers liebe ich bei Büchern, den Geruch. Ja, das ist dieses Gefühl, tausende von Wörtern in der Hand zu haben. Mir wird oftmals herangetragen, dass ich ein Kämpfertyp bin. Also die Krankheit hat in so kurzer Zeit so viel mit mir gemacht, von den ganzen Denkanstößen, wie ich damit klarkommen kann. Und habe gesagt, ja, nicht erst überlegen und Angst bekommen, sondern einfach machen. Der Moment, wo der Schalter umgelegt worden ist, war, dass meine Erkrankung meine Stärke ja nicht genommen hat. Die Kraft ist da, der Wille ist da und ich bleib ich und das trotz MS.